Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde LS15 auf der Map Volksholm mit dem lieben Schwarmbold zusammen. Hallo. Ja, hallo Banause. So, wir werden jetzt mal. Du hast ja direkt gefunden, heute mal dran sorgen. Genau. Willst du mich jetzt verarschen? Hier war doch gerade der Trigger. Komm, Baum, du willst es doch auch. Hallo? Du weißt bloß der nächste Film wahrscheinlich. Der war doch gerade hier. Boah, ich hasse halt immer, wenn du so einen Pixel finden musst, ne? Okay, geil, alles rein, okay. So, warte. Oh, okay, hinter mich wieder nochmal schnell gucken. Bei den Schweine. Bei den. Na, wie heißen? Kälbler. Und ein bisschen was an Gras reingeht. Weil meines Wissens haben die, glaube ich, unbegrenzt. 1, 2, 3, 4. Machen wir den nur noch? Habe ich den schon? Machen wir den noch mal 5. Auch nicht schlecht, meiner ist gerade den Baum hochgekrabbelt. Okay. Vielleicht auch Aussicht genießen wollen. Sah nicht schlecht aus, sagen wir mal so. So. Da. Also die Bäume wieder schubsen. Hol ich mal, dass ich das Fahrsilo noch vorne ins Leer krieg. Dass wir dann wieder häckseln können. Ein Fahrsiedler noch schnell leer machen. Ja, auch schon wieder. Wo ist denn hier eigentlich? Immer mal Gülle kann das sein. Ja, 113.000, da ist fast voll mit Gülle. Da unten sieht es auch reif aus. Boah, wir haben 162 Schlachtreife Rinder. Oh, okay. So schon eine Menge. Ja, so langsam sind wir dann zu feldreif. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall dann wieder jede Menge zu tun. Irgendwann will ich auf jeden Fall mal diesen Skorpion haben. Ein Skorpion? Ja, diesen Baumfall-Ding, Baumfäller-Ding. Ah, okay. Ponzi. Obwohl, ich glaube, das wird wohl erst was bei LS17. Nö, das kriegen wir schon hin. Der ist ja jetzt nicht so teuer. Wir haben ja recht gut Geld machen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Was kostet denn der? Wie viel Geld hast du? 211.000. Okay, kaufen. The Scorpion King.
Den holen wir direkt mal ab. Weil ich halt an dem cool finde, der schneidet ja halt direkt die Äste und alles ab. Finde ich da viel echt cool an dem. Ich wollte die Gülle fast kaufen mit dem Bell, aber ist auch okay. Aber dann, wenn du unter bist im Wald, dann will ich zukünftig wieder dich anschließen mit dem, weil das ist nämlich nicht einfach Besteuerung. Hast du den schon mal gehabt? Ja, ich kenne ihn ja schon, aber... Ich sag, hast du mit dem schon mal gearbeitet? Zum Beispiel? Nein. Gut, bevor ich mich dann richtig blamiere, guck schon mal, wie die Steuerung funktioniert. Ah, das da, ist... da heißt richtig blamieren, den beweise ich ja auf Video. Ah, das ist der Arm, alles klar. Das ist der Arm. Und das ist der hohe, der große, okay. Alles klar. Keiner mal schnell Kompost weg. So, fahren wir schnell zum Vollmarkt drüber. Müssen wir dann wirklich dann langsam Geld sparen? Ja. Hier so einen Kartoffelanbau. Ja, können wir machen, klar. Weil ich auch Gülle fast noch kaufen möchte, einfach um die Gülle ein bisschen zu nutzen. Und dann wirklich auch gleich ein großes. Jetzt sind wir noch nichts drin, gell? Nee. Na, da muss ich noch mal. Ich falle aber nicht durch. Ja, im Prinzip mache ich jetzt aber erstmal nur mit dem einen Baum. Weil da liegen ja schon fünf. Ist schon Wald. Ich bin jetzt da, jetzt gleich, ja. Also jetzt eigentlich. Okay, dann lass mich noch ganz kurz den Wagen drunter stellen, wenn du vom Bosch machst und dann komme ich. Mhm. Schauen wir uns jetzt mal an. Mein Dingens hier, genau, ich kann sagen, der Dingens steht hier. Ich weiß schon, einer ist er ja. Man schaut aber länger, echt nicht so schnell, oder dass es zu kurz hat, gell? Ja, ja. Was stelle ich denn? 5 Meter? 5 Meter. Ja, kannst du ruhig länger machen, das ist eine große Hänge. Dann kannst du auch, glaube ich, ganze Bäume auslassen. Ja, mach ich, ja gut, der kann nur 5, ich glaube bis 8. Aber machen wir erstmal so. Probieren wir einfach mal. Das soll 5 Meter sein? Nicht die verarschen. Wieso? Machen wir mal 8. Weil 8 ist das höchste. Also schon besser. So, gefailt habe ich dann schon mal nicht, das sah gut aus. Jo, sah echt gut aus. Wir haben einiges abgeholzt hier, hey. Ja, ehrlich, ne? So, ja. Dann mache ich die anderen Baumstämme jetzt noch fertig und dann ab, Sägewerk fertig. So. Sehr schön. Eigentlich mal eine Arbeitserleichterung für mich. Holzfäller.
Ja, der ist schon bloß sagen, was du brauchst, wenn wir das Geld haben, ist doch kein Problem. Ja, dabei ist sowieso. Wenn einer was will und lässt sich realisieren, warum nicht? Also, ich sehe, du hast doch recht, weil geldmäßig sieht das relativ gut aus jetzt, weil wir kriegen echt gut Geld. Ja, gut, auch das, dass wir halt einfach auch leicht spielen. Wir haben ja auch nicht mehr wirklich so arg viel Zeit, bis dann der 17 rauskommt und dann. Das ist blöd, sind auf mittel oder schwer zu spielen. Ja. Sag jetzt mal. So. Das heißt, das sind gleich sechs Bäume, das müsste eigentlich erstmal wieder reichen. Sollte ich wieder 100% geben, wahrscheinlich. Ja. Sollte. Wenn nicht. Ich habe ja jetzt das schöne Gerät hier stehen, wenn du noch ein paar Bäume wollt. Dann kriege ich dich gar nicht mehr so weit raus. Ja, warte. Hm? In zwei, drei Folgen ist der Wald weg. Ja, muss ich jetzt die ganze Arbeit dabei machen. Wenn dann so Holz muss ich den Wald verkriegen, dann wollen sie. Ich sehe schon kommen. So, hier, komm. Du weißt halt, ich schaffe lieber mit der Motorsäge. Ja, schon, aber ist halt auch mal was anderes. Ja, sicher, klar. Ne? Und ich glaube, ja gut, meine Zuschauer haben auf jeden Fall noch nicht gesehen, das Ding. Aber vom Ablenken her, da ist einfach die gleiche Länge, das zum, vom Lade her ist schon einfacher. Ja, ja, ich sage ja, und ist auch mal was Neues. Wie gesagt, das ist richtig. Ich sage, meine Zuschauer haben das definitiv noch nicht gesehen, das Ding. Können sie auch nicht, woher auch. Ja. Und das andere Ding ist ja nur, das ist ja nur so ein Ladeding, das Ladeding davon, von denen. Die brauchen wir, den brauchen wir. Das Wiegefahrzeug. Genau. Ich muss den Wald ausholen, vor dem Wald den aufpoltern, zum LKW oder so, dann abholen. So, wo haben wir denn den Maishäcksel? Ich glaube, der steht da drüber drin. Aber wir haben schon einiges an große Maschine jetzt gekauft, mittlerweile. Oh ja. Ja klar, großen Mähdrescher haben wir jetzt schon, den Big M haben wir jetzt. Das sind schon einige große Sachen, die wir geholt haben. Muss man ja sagen. Ja. Komm, lad ihn auf, danke. Den auch, danke. So, das Gemüse hier auch aufsammeln. Bitte. Sehr gut. Da liegt noch ein Stamm. Es geht jetzt von ganz von selber das Mais wechseln. Es geht und ein paar Mal drehen. So. Ich verstehe das nicht, warum du das nicht auch so machst, warum du das immer hinten dran hängst. Was? Der Anhänger an der Maishäcksel. Wenn man den Tempomat einstellst, fährt er ganz von selber nebenher. Ja. Wenn 1 und 2 kannst du Tempomat einstellen, wenn du auf 10 km/h einstellst, so schnell fährt der Maishäcksel. Das sind Vorlieben, sind das. Jeder Mensch hat andere. Das ist richtig. So. Holzlieferant. Banause ist wieder da. Holzwurm Banause ist unterwegs. Back in action. Genau. Und abladen. Zack, 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 zack. Wow. Alle drin? Voll? Wie viel haben wir? 67% waren das, ja. Ja, ist ja ärgerlich. Da muss ich ja noch ein bisschen mit dem Ding ins Dach holzen. Das ist ja schade. So ein Scheißer. Da muss ich ja noch mal holzen gehen. So.
Na, ich freue mich schon auf das 17er Rennen. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe mit meinem Bruder gehabt und einem Kumpel vor ihm gespielt, und beide auch, aber das spielen sie auf Konsole. Und wir sollen so meine Videos anschauen. Ich bin dann immer richtig neidisch mit den ganzen Mods. Okay. Und auf Konsole geht der Mod ja noch nicht. Kommt erst um 17er mit rein dann. Wir freuen sich auch schon drauf, endlich mal mit Modfahrzeug zu spielen. Wenn du immer nur die Standardsachen hast und so weiter. Ja, das ist richtig. Das ist aber bei vielen Spielen auch so, finde ich. Wenn dann anfangen, sich aus Baumstämme im Wald quasi die Baumstämme rundherum abzuholen und dann andere Baumstämme quer zu legen, um dann Unterstand zu bauen quasi. In den Baumstämmen. Und auf so eine Idee kommen, weißt du, wenn du halt keine Mods hast, das ist. Das Spiel wäre Fahrt und das ist so. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Finde ich. Guck, wie viele unterschiedliche Maps haben wir jetzt schon gespielt, wie viele Features haben die Maps gehabt und alles, weißt du? Ja. Wenn du überlegst, du spielst jetzt 2 Jahre nur auf der Standard-Map. Machst du nicht, weißt du? Richtig. Wir haben ein Standardfahrzeug, das lassen wir mal eingehen, aber im Notfall aber auch da will ich mal was anderes haben. Aber immer die gleiche Map, das ist doch. Das ist zwar zweite Break gehabt, aber irgendwann hast du einfach auch mal satt. Willst du einfach mal was anderes dann? Ist ja halt bei vielen Spielen ja so. Irgendwann bist du jedem. Mist mal überdrüssig, sag ich mal. Ja. Ui. So. Erste Fuhre ist drin im Silo. Bist du mal am Ponzer oder wie? Ich hab gerade noch 2 Bäume kurz abgeholzt. Okay. So, dann auf zum Häckseln weiter. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal jetzt. Weil die Folge ist auch gleich schon wieder vorbei. Okay. Ich war gleich. Ich bringe kurz noch die Stämmchen weg. Die Stämmchen. Ja, jetzt sind sie auch noch nur Stämmchen, das gucken sie nicht mehr darüber hinaus. Was hast du jetzt auf 8 Meter, oder? 8 Meter, die höchste Einstellung, ja. Okay. Also ich würde den. Also wenn ich das so sehe, würde ich den Anhänger so auf 12 Meter schätzen. Ja, hätte ich so. Kann schon sein, ja. Ja, das ist aber auch eine normale Länge. So, jetzt haben wir 99% drin. Sehr schön. Läuft. Alles 1%, das muss ich schon noch voll machen. Das kann ich nee, so nicht lassen. Da muss ich aber noch einen Baum. Nee. Du musst nur. Ein ganzer Baum ja jetzt viel. Ja, aber wie soll ich das denn sonst machen? Na komm, jetzt ein bisschen Einsatz zeigen hier. So ein Zweig da reinschmeißen. Was soll denn das hier? Ein bisschen mehr Einsatz zeigen hier. Oh, leck. Ups. So gar nicht. So.
Haben wir gut was geschafft eigentlich, ne? Butterfabrik läuft. Ja. Mehl ist auch schon beim Bäcker. Kühe kauft, Milch produziert. Milch haben wir produziert, genau. Oh. Schweinefutter. Da war eine Laterne. Ja, also. Wir auch schon wieder rein. Wir haben zwei riesen neue Geräte gekauft, mit dem Krone begeben und dem Ponze. Ja, und dann darfst du gleich Abschlusswort sagen. Wort. Du hast dein Abschluss vergessen. Also Abschlusswort. Na gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch wieder gefallen. Schaut beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht hier auf unserer Volksholm. Schaut auch beim Banausium-Kanal vorbei, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Hinterlasst auch dort eine Bewertung und einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.